Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von First 35 Minutes Off. Dieses Mal mit dem Spiel Computer Tycoon von Prograrian, was sich in der Early Access findet, also in der Alpha-Phase. Hier unten rechts steht es nochmal. Ein Link zu diesem Spiel auf Steam findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, First 35 Minutes Off ab sofort ohne Cam. Damit ist das Spiel noch ein bisschen mehr im Vordergrund zur Präsentation. Und wir wollen mal reinschauen. Also bei Computer Tycoon ist es, wie der Name schon sagt, ein Tycoon-Spiel, was man halt so kennt. Man will sich was aufbauen. In diesem Fall ist es ein Computer-Imperium. Wir fangen mal an, gucken. Wir stellen uns hier erstmal ein. Player Name ist... Meine Y-Taste will noch nicht so ganz. Ty Company ist... ja, wir nehmen unsere Company. Okay, da habe ich jetzt gar nicht mehr so dran, noch gar nicht so dran gedacht. Nennen wir einfach mal Tyrant PC. PCs, oder was weiß ich, ist ja jetzt gerade egal. Bonus, auf Research, Logistik, also auf Entwicklung, auf Produktion oder auf die Logistik. What would you like to be cheaper for you? Scientists, factory, workers or commercial expansion on the market? On the map? Wir bleiben ja halt nicht Production, sondern auf der Forschung. Color? Was ist jetzt mit Color gemeint? Ist das die Hemdfarbe? Keine Ahnung. Difficult, lassen wir mal normal. Random Events, machen wir random. Geht noch nicht. Okay, ist noch nicht im Spiel mit drin. Es soll wohl also kommen. Random World. Kann man auch nur machen. Und hier Opponents, ne, jetzt meine Gegner, ne? Wer sieht denn? Ja, hier, der, ne? Natürlich nicht. Sieht mir zum Glück keiner ähnlich. Ich weiß nicht, der vielleicht? Nein, natürlich nicht. Ja, wir bleiben bei dem. Also man kann hier so ein bisschen was sehen, was die können, wa? Aber Opponents sind eigentlich die Gegner, ne? Lass mal so select. Achso, das ist jetzt hier nochmal zum Auswählen. Gut, dann starten wir mal das Ganze. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe eigentlich lange darauf gewartet, dass ich dazu einen Key kriege. Weil, ja, es hat mich einfach so interessiert. Ich mag so Tycoon-Spiele. Und ich hatte damals auch Game Dev Tycoon. Beziehungsweise habe ich natürlich immer noch das Spiel. Lange nicht mehr gespielt. Game Dev Tycoon ist natürlich auch ein Tycoon-Spiel, wo man ein Spieleentwickler ist. Und ja, wollen wir mal gucken jetzt hier. My name is Andres. Thank you very much for supporting and buying my game. Das wurde sogar alleine gemacht. Das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Is in an alpha state, still I have plenty of work to do. I know. Okay, hier gibt es also einen Crash Course. Also ein kleines Tutorial, how to win. Employee CEO of your computer manufacturing company. If you have a negative bank balance, you will go bankrupt. And lose the game. Also wenn man halt kein Geld mehr hat, hat man verloren. But also you lose the game when you die because of... Okay, man kann also auch sterben. Interessante Sache. You can check your age, health and chance of death in the statistics. One way to finish the game is to simply survive until your retirement and the end of the game. Okay, also man muss überleben. Das Spiel geht momentan bis 2034. Man sieht es hier oben. Heute ist der 1.1.1974. Und wir sollen ein Monopol erstellen. Wer sich das Ganze durchlesen möchte, kann das gerne tun. Ich will hier natürlich erstmal mal ein bisschen gucken. History, you can play the historical mode yet, because it's not... Ja, das ist klar. You have the random mode doing LX because it's harder manchmal. Gucken, building site. Ich denke mal, wir machen einfach hier quasi learning by doing. Wir testen einfach mal so alles aus. Ihr wisst ja so, mein Englisch, also wer mich verfolgt, ist halt eben manchmal ein bisschen haperig und stolperig. Computers und Hardware. Wie gesagt, wer das lesen möchte, kann natürlich dann gerne Pause machen. Ansonsten skippe ich das erstmal durch. Ich gucke mir das alles an. Ich denke mal, ich werde es eh verfluchen, dass ich es dann nicht gelesen habe. Aber
was soll's. Dafür ist das Spiel dann eh noch in Early Access. Man kann sich ausprobieren und das ist ja auch mein erster Eindruck. Ne? First 35 Minutes Off sagt ja eh alles. Marketing. Na los. Okay, you have read Andreas. Danke, Andreas, für dieses Spiel. So, wir können uns jetzt hier auswählen. Ist hier irgendwo. Ach, hier. Germany. Haha, bin schon drauf. Wo gehen wir mal hin? Gehen wir nach. Kannst du aber. Also, echt, das ist cool, dass man sich wirklich so ein Land aussuchen kann. Ah, hier, Population. Steht bei Deutschland die richtige Zahl da? Okay. 4 Millionen? Das ist ein bisschen wenig, wa? Okay, okay, wir gehen mal, weil wir eher in Deutschland wohnen, gehen wir mal nach Deutschland. Bye. Zack. Are you sure to sell in this country? Ja, wir wollen in Deutschland verkaufen. Start the cost. CTD. Okay, ich glaube, ich hätte mir das doch echt durchlesen sollen. Will you establish here an industry site? Monthly cost. Ja, machen wir mal. Ah, okay, jetzt. Kann ich noch zoomen? Full View, ich möchte gerne zoomen. World Map, okay, kann ich wieder in World Map gehen? Nee, möchte ich nicht. Sites? Germany, so. Front Office. Ist das jetzt hier oder was? Okay, ich hätte mir das doch echt durchlesen sollen. Research. Was kann man hier mal? Power Adapter. Passive Cooling. Was ist jetzt hier dann? New, Up, Down. Das haben wir jetzt schon gemacht oder was? An hier, Add. Ein Keyboard, ein BIOS. Ja, komm, lass uns mal ein BIOS entwerfen. Da ist es drin. Ich hoffe, das wird dann jetzt so gehen. Hardware. New Hardware. CPU. Ey, kann man den CPU umnennen? Alles klar, lassen wir aber erstmal so. Das ist natürlich sehr schön, dass man den CPU so nennen kann, wie man will. Home Computers, Personal Computers, Design. Okay, wir haben erstmal nur Home Computer. Compare to the current, minus 100%. Okay, das ist quasi, was man schon drinne hat. Okay, das kann man dann quasi mit reinmachen. So. Das ist jetzt drinnen, ne? Okay, Performance. Core Turbo, you can boost your component. Be aware the change isn't linear. Okay, das ist natürlich. Das ist irgendwas kostet. Wir lassen mal das so. Wir kreieren das jetzt mal. Add to computer. Auch das lassen wir. Okay, es ist wirklich sehr, sehr komplex, wie mir scheint, ne? Wo ist denn der? Ach, hier, Home Computer. Ist das jetzt schon da was, was man braucht? Steht das hier? Needed RP? CPU. Add to computer. Memory? Ah, okay, muss man also erstmal machen hier. Select the Desired text. You will define the capacity of. Wir machen erstmal so alles rein, ne? Zack, Add to Computer. Ist drinne. Hier haben wir noch gar nichts. Da müssen wir uns also erstmal. Removal Media. GPU Video. Haben wir noch gar nicht. Müssen wir also. Wir haben keine Grafikkarte. Wir müssen also quasi auch erstmal eine Grafikkarte bauen, wie mir scheint. Na komm, Hardware. So, New. GPU. Gibt's hier noch gar nicht. Und doch hier Display wahrscheinlich, oder?
Nee, das sind halt nur die Indikatoren dafür. Es ist wirklich sehr, sehr komplex, wie mir scheint, das ganze Ding hier. Marketing, Statistik, World Maps, Sites, Research. Kann man hier sortieren? Sieht nicht so aus. RP, das ist alles, was es kosten. Motherboard. Ah, hier. Graphics. Das ist die End of the Magnetic Core. Ach, jetzt ist. Nee, doch, BIOS ist jetzt hier drin, ne? Aber der researcht das noch nicht. Wie mir scheint. Wir können einfach jetzt mal alles adden. Wir adden mal alles hier rein. Gucken, was hier so ist. Wie gesagt, wir probieren uns das aus. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich. Ach, jetzt ist hier alles drin. Wie viele Punkte man braucht, wahrscheinlich. Office. After Wire. Right. Offices and mandatory for other buildings. Also gives. Ach, das wäre dann quasi hier, ne? Jetzt da was hingebaut? Ach ja, man baut da wirklich anscheinend so ein bisschen was hin. Das ist da passiert dann nichts. Maintain, warum passiert da nichts? Achso, man hat auf Pause. Ah, ich bin auf Pause, deswegen. Deswegen, ich bin auf Pause. Jetzt passiert da auch was. Aha. Muss erstmal hier alles ein bisschen gemacht werden hier. Logistics, zack. Wenn man besitzt nichts, so haben wir jetzt alles auf. So, passiert jetzt hier auch, wenn ich auf Research gehe. Okay, passiert wahrscheinlich noch nichts, weil wir nichts haben, wo das halt gebaut werden kann. Hier, speeden wir das Ganze mal ein bisschen ab. Coffee Shop, alles klar. Sehr, sehr interessant, dass da ein Coffee Shop kommt. Recreation ist fertig. Your building upgrade has completed. Your building sehr, sehr schön. Has completed. Es fehlt nur Logistics. Okay, ist jetzt alles fertig. Sehr schön, danke schön für die Meldung, liebe Dame. So sieht also unser Gelände aus. Momentan. Also an sich kann man mit den Häusern nichts machen. Man sieht die zwar, aber das war's dann schon. Abwürdigungszeit. Sie sind ja weiter in Deutschland. So, wie sieht's jetzt aus? Passiert jetzt hier irgendwas? Nein, hier passiert immer noch nichts. Research waren wir ja gerade drin. Entschuldigt. Hardware. Archivieren. Ist das jetzt. Ist das die Frage? Ist das jetzt so dann drin? Quality geht auf jeden Fall runter, wenn das jetzt so ist. Also denke ich mal, wird das Power. Memory haben wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Hey, zurück bitte. Dankeschön. Memory haben wir, ja? Memory haben wir, genau. Storage. Winchester Technology. So. Display. Und dann haben wir noch ein OS. Okay. Archivieren müssen wir es ja nicht. Das wollen wir gar nicht. Marketing bringt uns eigentlich, glaube ich, jetzt noch gar nichts so wirklich, oder? Weil wir haben ja jetzt noch nichts, was wir halt überhaupt vermarkten können. Würde uns, wie gesagt, also nichts bringen. Wie sieht es denn bei Statistiken aus? Ich bin 19. Das stimmt nicht. Wir haben andere. Achso, you have to unlock. Hier LP. Use logistic points, you can get more market areas. Bigger countries need more. After spending them, you can't get them back. Production power tells you how many computers you can. Hallo. Create in a day. If your computer costs 100 pp and you have here 1000, that means you can make
10 computers on a single day. RP, research power tells you that how fast you can invent new technology. Shows the amount that you make during one day. 1. Wir haben jetzt quasi diese komische Power-Dinger. So, wie sieht es denn hier aus mit Computer? New Computer, Home Computer. Ne? Memory haben wir hier, Add to Computer. CPU haben wir hier, Add to Computer. Removal haben wir nicht. Haben wir auch nichts. Power Supply haben wir aber. Add to Computer. Haben wir auch. Add to Computer. Storage haben wir auch. Add to Computer. Display haben wir auch. Zack. Operating System haben wir auch. Add to Computer. Set Price. Keine Ahnung, was nimmt man da für Preis? Recommend Price. Okay. Was fehlt uns eigentlich? Eine GPU haben wir gar nicht drin und das ist eigentlich echt Mist. Accessoires. Ein Drucker können wir dazugeben, quasi, wie es aussieht. Interessant. Lassen wir mal weg erstmal. Features. These boxes tell you that the values of your computer from every attached part includes accessories. Wir setzen mal jetzt hier den Preis, der da wirklich gesetzt ist. 8,8. Aber ich möchte jetzt hier gerne ein Komma haben. So wie es da steht, oben möchte ich jetzt einen Punkt machen. Ach, okay, er macht es jetzt automatisch rein. Okay, gut. Create Prototype. Went into the testing phase. Aha, okay, der wird jetzt erstmal getestet. Das ist ja auch sehr cool. Es ist eigentlich ein echt interessantes Spiel. Wenn man sich damit wirklich richtig auseinandersetzt, also auch dann halt mal die Tutorial-Texte lesen würde, wäre das, glaube ich, ganz, ganz gut. Junge, 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 es ist ja wirklich hier. Bin mal gespannt, wenn das jetzt Quality 26. These boxes tell you the values of the computer from every attached parts, including accessories. Press. Okay, das Ease of Use. Performance 4000. Das zeigt. Sehr schön. Und Feedback? Billy! Your non-responsive surveys tell the people on the mod things that this computer design compared to our rival's computer nowadays is. Tell me. Not a market leader in anything, unfortunately. If you have competitors in your market area, then sell it for a reasonable price. For your competitors, IBM is the fastest computer in the market. Forge or Ship sells the computer. Desktop computer with the best quality. The most popular product is made by Atari. Bestimmt Atari eigentlich, ne? Ja. Tell me. Was? Halt. Billy will tell you what's the things about this computer. Don't forget that he cannot tell you what people think, only what he thinks about the product. Billy ist bestimmt einfach Bill Gates mit dem meinen, denke ich mal, Market. So, dann haben wir den quasi auf den Markt geworfen, nehme ich mal an. Oh, und schon 7 Stück verkauft, wie mir scheint. 14 Stück verkauft, interessante Sache. Wie sieht es jetzt hier aus? Ah, jetzt wird hier auch was researched. Research progress of the first technology in the list, genau. BIOS. Wo steht das, wie viel wir jetzt da schon haben? Ach hier, da ist das. Okay, interessant. Und jetzt müssen wir quasi warten, bis wir hier was haben, oder wie? Wir können Requirements, wir könnten das ja theoretisch hier aufrüsten. Aber bringt uns ja auch nichts. Also müssten wir da jetzt theoretisch nur warten. Bis das hier fertig geresearched wird, oder wie? Im Labor wird der meines Wissens nach gemacht, ne? Komm. Kostet nochmal 500.000. Ich meine, dass es 500.000 sein soll. Und das ist unser. Das sind unsere Einnahmen, ne? Average Daily Profit, genau. Das sind unsere Einnahmen. Das ist, wie viel wir komplett haben. The Upkeep Cost of the Site. Okay, was uns das Ganze kostet. Also ist das schon mal ganz gut.
Demand for desperate hotels in the number that you need to fulfill the demand. So, gehen wir mal rein. Ach, da jetzt steht schon was Neues. Sehr, sehr schön. Your building upgrade has completed. So, jetzt kriegen wir hier vielleicht ein bisschen Research related to how fast you can invent new technology shows the amount that you make during one day. Ja, wie steigt das dann? Das ist jetzt die Frage. Bei Recreation maximum steht denn nicht da, was das hier Production ist. Ist geht hier höher? Abkost, was dann nochmal neu kostet. Warte mal, ich hier Fragezeichen. Sieht das hier aus? Es ist ja wirklich hier enorm. Ich jetzt hier mal die World Map angucke. Kann ich jetzt. Ist nur. Ach, hier sitzt ist für ansässig, ne? Nehme ich mal an, in Tunesien. Griechenland sind hier welche ansässig. Was ist denn, wenn ich jetzt bei? Okay, man kann das bauen. Das kann man jetzt dann nichts weiter. Marketing, Statistik. Was steht jetzt bei Statistik? Steht da jetzt irgendwie schon was Neues? Customers. Top Countries by your sales ist hier Deutschland. Economy Levels of Global Buyers Average. Top Countries by Global United Republic of Tanzania, okay. Aber Deutschland ist auch mit recht weit oben, also sind wir doch schon mal eigentlich ganz, ganz gut gestellt, wie es aussieht. Oh, jetzt haben wir hier schon Minus gemacht. Es ist jetzt bei Feedback. Gibt es hier schon was Neues? Nee, es ist immer noch das Gleiche. Eigentlich brauchen wir doch jetzt keinen neuen Computer machen, weil es bringt ja nichts, wenn wir keine neue Hardware haben, ne? Nee, weil wir haben jetzt hier ja nichts. Wir machen jetzt natürlich ganz schön eine Miese. Aber ich hatte ja auch gehofft, dass das jetzt dieses Research alles ein bisschen schneller geht, aber anscheinend tut es ja nicht. Wie man sieht, es dauerte ewig. Aber wir können vielleicht mal gucken, was halt eigentlich so am wenigsten kostet. Ja, eine Keyboard ist zum Beispiel das günstigste. Ah ne, hier, ein Tape Drive. Removal Media is at the best. Maybe a bit slow, but cheap. Also people can copy and delete them using regular cassette players. Just note where your favorite game starts. Nehmen wir das mal jetzt mal nach ganz oben. Erstmal so ein bisschen das billigste, ne? Was ist das für Power? Will increase the stability of your system. Das ist natürlich eigentlich an sich auch ganz gut. Dann nehmen wir das Keyboard erstmal nicht ganz nach oben, sondern ein bisschen weiter runter. Dass das hier relativ, wenn das ist ja, ach, hier sehe ich es auch nochmal, was diese kosten. Halt, nicht wegschieben, Fenster. CPU, Graphics, Motherboard und Memory wird da mit beeinflusst. Okay, wenn man sich damit so ein bisschen mehr auseinandersetzt, ist das eigentlich ganz cool. DRAM ist natürlich schweineteuer, wenn man es so sieht. So, lassen wir das erstmal so, das Ganze. Wir können jetzt nichts machen. Wir müssen jetzt warten, bis wir hier wieder was machen können, weil man sieht ja hier so ein bisschen, ist jetzt hier. Okay, nee, das ist nur. Ah, nein, 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 oh Gott, was für ein Fail. Haben wir natürlich nichts gespeichert. So ein Mist aber auch. Okay. Blöd gelaufen. Dann mal bis gleich. So, bin wir da. Und habe jetzt alles nochmal so ein bisschen soweit gemacht. Jetzt geht das alles hier nochmal ein bisschen hoch. Und wir hoffen, dass das dann jetzt so dann so funktioniert. Hier habe ich Labor. Geht nochmal hoch. Ja, es war halt. Ich bin auf Exit gegangen statt auf
weiß nicht, der erste Gedanke war halt Exit, Menü-Exit, dass er halt aus dem Menü rausgeht und halt nicht wieder ganz. Aber da habe ich gesehen, ey, halt, da oben steht ja Resume. So, das ist jetzt da. Research habe ich dann hier auch gleich schon mal gestaffelt. Da Tape Drive wird quasi entwickelt. Danke, zack, ab auf den Markt damit. Ist natürlich ein bisschen teurer, weil ich hier beim CPU ein bisschen hochgeschraubt habe. Aber anscheinend geht das hier ganz gut hoch. Aber Geld geht runter und die Einnahmen sind noch nicht so hoch, wie ich das gerne hätte. Wie mir scheint, Maintain Cost, Country Wells, 30% Office Bonus. Department Budget. Output, lassen wir einfach mal. Lass uns so im Raum stehen. Ah, jetzt ist es wieder ganz schön höhere Kosten. Also mein Geld sinkt kontinuierlich. Population and Market Area. Okay, 3. Das ist echt wenig eigentlich. Warum ist das so wenig? Oh, hier, your global market share this week. Counts sold computers not. Oh, das ist aber eigentlich ein ganz guter Marktanteil, oder? 10%? Oh, das erste ist gleich fertig. Ah ja, wir haben ja also hier komplett schnellen Vorlauf. Wir gucken mal, was dann noch passiert. Ob da irgendwie eine Meldung kommt oder irgendwas anderes, wird da ja sicherlich erscheinen. Ah, Floppy Disk Drive haben wir. Ah ne, die können wir jetzt machen, eine Floppy Disk Drive. Alles klar. Two integrated together still is a big improvement. Da guck quasi, das ist das Keyboard. No more switches. You will be so addicted in that in a century you will forget your handwriting. Alles klar. Aber es ist ein schönes Spiel. Also ist wirklich ganz schön strukturiert und komplex das Ganze. Factory. Ach, hier steht was. Gives you PPP. Without a factory, you can't build computers. Poor countries are better for factories. Laboratory is better for laboratory. Jawohl, marketing gives you to poor level, also build more in the building sites, will increase the factory tools, logistic, now recreation, levels up. Okay, dann machen wir noch hier factory noch mal ein bisschen hoch. Hier upgraden wir noch mal ein bisschen. Aim, advertise product performance, jawohl. Country in Germany. So, das Product Value vom. Starten wir einfach mal. Effect on the product in the selected country. 1%. Started. Achso, Start. So, zack. Okay, das ist jetzt nochmal drin. Jetzt kriegen wir 4 RP sogar. Wie sieht meine. Ach ja, hier neue Fabrik. Sehr, sehr schön. In debt get a. Oh, in a Juju. Oh, you will. Okay. So schnell gehen wir also bankrott. Man sieht, Schulden steigen wie Sau. Okay, wir gehen also in einem Jahr schon bankrott. Macht ja nichts. Ich habe nämlich echt gerade. Ich mache hier einfach nur gerade irgendwas. Von daher, es ist ja einfach nur mal austesten. Ich bin ja eh, hab ewig kein richtiges Tycoon gespielt. Ja, so ist es ja nicht. Computers, wie sieht's denn hier aus? Man verkauft immer noch ordentlich eigentlich diese Computer-Generation sozusagen. Portable Tablet Computers kann man alles machen. Interessant. Design, Prototype on Market. Clear All on Market ist jetzt, sag ich mal, nur der. Kriegen wir mittlerweile mal wieder ein bisschen mehr Geld rein? Nee, wir kriegen immer noch mehr Schulden und Schulden und Schulden. Oh, sehr. Oh, jetzt geht's aber. Gun Controller, Joystick, Fax, CLI. Junge, 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 was es jetzt nicht alles hier gibt. Ja, es ist, wir gehen echt schnell bankrott, wie es aussieht. Ich weiß natürlich nicht, ist es dann schon clever, in eine neue
neues Land zu investieren oder irgendwo anders. Zum Beispiel, wir hätten ja Afrika oder sowas nehmen können, weil es steht ja da, dass halt man in ärmeren Ländern günstiger produzieren kann. Ist ja klar. Wir haben natürlich dann gleich mal Deutschland gewählt. Einfach nur mal so, weil wir ja in Deutschland wohnen, leben. Und ja, man sieht ja, was hier so bei rauskommt. Ne? Wir sind nächstes Jahr bankrott. Und wir machen nur Schulden und Schulden und Schulden. Wieso auch immer, ich habe keine Ahnung. Weil ist ja schon Daily Cost, ist natürlich, ja, gut Output. Vielleicht müsste ich schon mal einen neuen Autosave dann. Ah, sehr schön, Autosave. Wir verkaufen eigentlich gut, aber es ist zu wenig, was wir halt verkaufen, ne? Wenn wir jetzt mal hier einen neuen Computer machen, nochmal einen Homecomputer mit der gleichen, also hier kann man ja dann wegmachen, ne? Upfront Costs. Ach, Copy, warum ist jetzt hier Copy? Show outdated technology? Nein, eigentlich nicht. Achso, weil wir jetzt das gleiche haben. Ah, deswegen. Wir müssen quasi New machen. Upfront Cost ist ja natürlich wirklich teuer, ne? Wenn man das dann so sieht. Das ist ganz schön teuer. Kein Wunder, dass es halt dann, wenn ich jetzt hier mal das alles rausnehme, ist wesentlich günstiger. Ne? Also das muss dann schon mal, okay. Alles klar. Dann sieht man schon mal mein Fehler so ein bisschen. An sich brauche ich jetzt nichts wirklich nochmal machen. Weil ich gehe eh gleich bankrott und das Ganze soll ja, wie gesagt, ein Einblick sein in Computer Tycoon. Wie gesagt, einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung zu Steam. Ich glaube, Early Access, wie gesagt, ist es. Man sieht ein Mann-Studio, also dauert da halt auch ein bisschen, bis da Patches kommen. Hat auf jeden Fall Potenzial, das ganze Spiel. Ich werde es mal ein bisschen länger verfolgen. Ich zwischendurch auch gerne mal spielen und dann ein bisschen cleverer vorgehen. Hat auf jeden Fall was. Es ist halt sehr, sehr komplex, wie mir scheint. Auf dem ersten Blick so. Muss man gucken, wie man damit umgehen kann. Weil man kann ja wirklich doch sehr viel machen. Also man muss wirklich auch mit dem Geld gut haushalten. Man sollte sich das Tutorial, glaube ich, diesen Crashkurs doch wirklich gut durchlesen. Werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal tun. Es sind jetzt zwar nicht ganz 35 Minuten, aber es ist ja halt, ihr kennt das ja so im Dreh, ist es, kommt so rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt diesen Einblick in Computer Tycoon genossen. Wenn ja, lasst ruhig ein Däumchen da. Schaut meine Livestreams, schaut meine Adventure Let's Plays. Lasst ein Abo da, teilt das Video, was auch immer ihr wollt. Ich bin dann mal raus. Wir sehen uns dann bei einem Livestream oder bei einem nächsten First 35 Minutes of Video. Bis dahin, meine Freunde, macht's gut!